Hey Leute, willkommen zurück bei XCOM Enemy Within. So, irgendwie sind die die Exalt-Leute nicht so pornös, muss ich immer sagen. Ich würde gerne mit Saishia und mit Lisa so ein paar Fracks abstauben. Und deswegen, da hinten war einer und dort war einer. Die sind ja nicht auf Feldposten, deswegen Saishia rennt jetzt einfach mal hier vorne hin. Und schießt zumindest auf jemanden. 64 oder 65. Auf beide 10er Crit. Okay, komm, schieß auf den da. Okay, sehr gut, sie hat getroffen. Sehr gut. So, Lisa, wie weit kommt... Oh, Lisa kommt nicht so weit, leider. Ja, renn mal da vorne hin, Lisa. Und dass sie zumindest hier ein bisschen Damage-Punkte austeilen kann. 70er oder 65. Okay, dann schießt sie hier auf 70. Wie gesagt, die beiden Ladies, die müssen noch befördert werden. Die sind noch nicht Colonel. Die anderen Leute sind hier, glaube ich, soweit alle Colonel. Ja gut, außer Hans Hansen natürlich. Aber Hans Hansen ist ja unser Profi-Hacker hier. Der geht jetzt hier hin. Hackt das Teil. Obwohl, warte mal, wir könnten uns natürlich jetzt einen Spaß machen. Er macht mal eben Sturm und Schuss. Rennt hier hin. 76. Okay, dann schieß mal zweimal auf den Typen. Ahaha, sehr gut. Hat Hans Hansen hier nochmal einen Frack abgeräumt, ey. So muss es sein. So, du bist auch noch nicht Colonel, Dennis, ne? Stimmt, Dennis ist auch noch nicht Colonel, deswegen rennt er jetzt da vorne hin. Und killt den Typen jetzt endgültig, den dürfte er doch wohl sehen. 71%. Zack. Da ist er tot. So schnell geht das, 11 Schaden ausgeteilt. Ja, und Emma steht jetzt hier rum. Emma, geh mal hier vorne hin, meinetwegen. Geh hier auf Feldposten. Und Eva. Eva, du spurtest da vorne hin. Sorgst dafür, dass hier von der Seite nicht so viel Stress kommt. Bist ja eh unsichtbar, dann sind ja keine Gegner hier. Und Ilya, mein werter Freund. Du bist heute nur Deko scheinbar. Kannst aber gerne nochmal auf Feldposten gehen. Oh, da kommen sie. Ilya sieht den doch, oder? Jo, Ilya sieht ihn. Und Ilya schießt und tötet ihn, oder? Komm, komm, komm. Jau! So, da ist der Nächste. Und wir sind schon wieder dran, okay. Hans Hansen. Ah, Mist, der schafft's zwar dahin. Oh, Hans Hansen würde ich gerne dieses Unsichtbarkeitszeugs geben. Fällt mir gerade mal auf, das wäre ja mal echt episch. So, Lisa. Ja, Lisa könnte eigentlich bis da vorne rennen. Und dem Typen dann mal ein bisschen einheizen. Denk dran, Lisa braucht ja hier... Braucht die Kills. Sehr schön, sogar kritisch getroffen. Hat sie sich sofort den Frack gegeiert. So muss es sein. Eva. Guck doch mal hier um die Ecke, ob da noch irgendwas los ist. Naja, scheinbar nicht. Aber sie geht... Nicht auf Feldposten, oder? Warte mal, jetzt ist natürlich die Frage... Na komm, scheiß drauf, geh auf Feldposten. Ilya, du gehst auch wieder auf Feldposten. Dann haben wir hier Dennis noch am Start. Dennis, geh mal hier hin. Und da geht er dann ebenfalls auf Feldposten. So, Emma, ja, geh hier auf Feldposten. Und Saishia geht hier vorne hin. Und geht ebenfalls auf Feldposten. So, es können gerne noch ein paar Exalt-Leute kommen. Die Party kann von mir aus nochmal so richtig in Gang kommen. So, da sieht Eva den direkt mit ihrer Legierungskanone. Auf die Entfernung ist es natürlich schwer, aber sie hat zwei Reflexschüsse, meine werten Freunde. Und der ging leider auch daneben, der zweite. Kacke. Egal, was soll's. So, zwei Exalt-Streitkräfte sind hier noch wieder dazugekommen. Und ja, Hans Hansen hackt hier erstmal. Bringen Sie den Agenten zum Evakuierungspunkt, damit wir ihn ausfliegen können. Das heißt, Hans Hansen kann jetzt eigentlich hier raus. Aber Hans Hansen kann natürlich auch hier nochmal ein bisschen kämpfen. 69 oder 55? Nö, da fällt mir die Wahl nicht so schwer. Einmal drei Schaden. Einmal drei Schaden. Nice one. So, Ilya sieht beide nicht, aber Eva...
Oh yeah. Pass mal auf, Eva wird jetzt beide killen. Die geht erstmal hier hin. Schießt den einen dann über den Haufen. Dieser Schuss kostet sie keinerlei Bewegungspunkte. Und jetzt hat sie hier hinten noch die Chance, den Typen zweimal zu 100% zu treffen. Das heißt, auch der Typ wird jetzt ordentlich kaputt gekloppt sein. Ja, Ilya, geh du mal auf Feldposten. Dennis, geh du mal auf Feldposten. Emma, geh du mal auf Feldposten. Saishia, geh du mal auf Feldposten. Lisa, beweg du dich mal hier vorne hin und geh dann... Ja, richtig, Leute, ihr habt richtig geraten. Geh du dann mal auf Feldposten. Oh, warum kommen keine Leute mehr? Das nervt. Okay, macht sie sich halt erstmal unsichtbar, lädt ihre Waffe danach. Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt die Leute zu evakuieren alle. Das dauert mir zu lange. Okay, Hans Hansen spurtet hier in die Deckung. Ins Blumenbeet. Hans Hansen, ey, nicht alles kaputt trampeln da, ne? So, Ilya. Komm, du gehst auf Feldposten. Die anderen bewegen sich dann halt langsam Richtung Ding ins Feld, da wo unser guter alter Sky Ranger steht. Lad du mal ruhig nach. So, Emma Nicole. Na, spurte mal da vorne hin. So, spurten wir halt jetzt mal ein bisschen. Falls die Leute kommen, dann knallen wir die halt einfach so ab. Obwohl, oh, guck mal hier. Saishia kann ja bis da vorne rennen. Geht dann immer noch auf Feldposten. Unglaublich, wie weit die teilweise rennen können. Und Lisa? Lisa stellt sich... Nee, das ist doch dämlich, wenn die sich da hinstellt. Spute mal da hinten hin ruhig, Lisa. Hast schon gute Dienste geleistet heute. So, ah, guck mal, da kommen die Gegner sogar. Und es gibt ja erstmal einen Reflexschuss von Saishia. Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob der getroffen hat überhaupt. Nee, leider nicht. Ach, Leute, ist doch egal. So, wir haben hier Emma Nicole. Ich würde gerne Dennis mal ein bisschen nach vorne ziehen. Der kann dann hoffentlich einen von den beiden Leuten umballern. So, 80 oder 81. Okay, dann schießen wir doch auf den da hinten. Sehr gut. Ein Problem weniger. Und hier ist Emma. Ne, Emma hat schon den höchsten Rang. Kriegen wir es vielleicht irgendwie hin, dass Lisa den sieht? Also von hier müsste sie denn ja wohl sehen, oder? Bin unterwegs. Gehe ich eigentlich mal von aus. Jo, da sieht sie ihn. 83%, sauber. Okay, oh, Adrenalinstoß, egal. Kein Crit. Eva, du bist noch nicht dran. Erstmal kommt hier die gute Saishia noch. Die rennt bis hier vorne. Oh, hoffentlich reicht das aus. Jo, das reicht aus. 74, komm schon, triff. Schönes Ding. Oh, das reicht noch nicht. Oh, das ist doch scheiße. Ja gut, dann spurtest du jetzt halt, Eva. Ach stimmt, jetzt hat sie sich enttarnt. Och, schade. Hätte ich sie mal in schwere Deckung geschickt. Aber ey, ganz ehrlich. Ist doch scheißegal, ey. Als ob die Gegner hier noch irgendwas reißen werden. So, Ilya schicken wir jetzt auch mal langsam runter. Nicht, dass es nachher an Ilya hängt, dass wir hier nicht rauskommen. Lauf, Ilya! Na, guck mal, er traut sich da nicht runter zu springen. Das schafft nur Hans Hansen aus keine Ahnung wie viele Meter. Das sind bestimmt 8 Meter oder so. Und Emma, Nicole... Oh, guck mal hier, die könnte sogar schon zum Sky Ranger rennen. Lauf, Emma! Nein, Einsatz fortsetzen, bitteschön. Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt echt alle Leute dahin latschen lassen, ey. Nun gut, so, geh du mal dahin. Ich glaube, es kommen sogar fast alle rein. Ich glaube, Eva wird es nicht schaffen. So. Na, komm mal her. Lisa schafft es auf jeden Fall sogar ohne zu spurten. Das heißt, sie geht hier auf Feldposten. So. Hans Hansen spurtet dorthin. Unsere Experten stehen schon bereit, um die neuen Daten auszuwerten. Ach, das reicht schon. Unser Agent hat sich eine Auszeit verdient. Gute Arbeit da draußen, Commander. Okay, ich habe nichts gesagt. Super. Geiles Ding. Waren das vielleicht doch schon alle Gegner oder so? Keine Ahnung. Hans Hansen ist auf jeden Fall wieder wohlbehütet nach Hause gekommen. Kriegt beim nächsten Mal sogar die Plasmapistole. Wir haben es ihm ja versprochen. Und vielleicht dieses
dieses Upgrade, zumindest dieses mimetische Hautdingens, das wäre nice, weil dann kann er abhauen. Ich freue mich, dass unsere Truppen die Aliens ohne Zögern auslöschen. Ich hätte wohl kein Mitleid erwarten sollen. Wir haben gerade nicht gegen Aliens gekämpft, das ist ja schon klar, oder? Nun gut, was ein Noob, ey. Was ein Noob. Wir machen weiter. Hans Hansen, ja, keiner hat ein Achievement bekommen, keiner hat eine Dingens bekommen. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exort. Ist ein bisschen schade, dass jetzt keiner befördert wurde. Aber man kann ja nicht alles haben, oder Leute? So, was wollte ich jetzt machen? Bei Forschung? Nee. Doch, das Genlabor besuchen, genau. Dann würde ich gerne... Wo ist er denn? Dieser früh auf? Nee. Ist doch nicht so schwer. Hans Hansen, da ist er doch. So, Hans Hansen kriegt auf jeden Fall diese Sprungmöglichkeit auch. Das ist auf jeden Fall nice. Er kriegt das Herz. Oh, da habe ich kein Geld mehr für dann. Na gut, dann nimm immerhin... Ach, scheiße. Ja gut, dann nimm erstmal die mimetische Haut, mein lieber Hans Hansen. Und... Dann nimmst du dir meinetwegen noch den Höhenvorteil mit. So, Hans Hansen wird jetzt also auch ein bisschen optimiert. So muss es sein. Und jetzt gibt's den Ratsbericht, Leute. So, weiter geht's. Wir sind vom bisherigen Erfolg des Exxon-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Weil da immer diese scheiß Exol-Zellen sind. Haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Nee? Okay, das finde ich cool, dass ihr das nicht einfach so sagt. Jo, das sieht auf jeden Fall gut aus, Leute. Wir haben einen Ratseinsatz ausgeführt, 2 UFOs abgeschossen, einen Terroreinsatz gestoppt, 11 Forschungsprojekte abgeschlossen und 3 UFOs gestürmt. Das ist echt heftig. Wir haben 2000 Credits knapp dazu bekommen. 15 Wissenschaftler, 16 Ingenieure. Ich würde sagen, weitermachen. Behalten Sie im Auge. So, zeig mal her, wie viel Geld habe ich jetzt? 1600 stehen mir jetzt zur Verfügung. Ein Firestorm bauen wir schon. Die das bedeutet, wir sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Wir könnten jetzt diese Servomotoren und den ganzen Scheiß uns holen. So, einmal. Geliertes Illyrium, Projekte beginnen. Yo, hau rein. So, verbesserter Servomotor. Yo, hau rein. Kloppt das ganze Geld einfach weg. Bla bla bla, verbesserte Reparaturen. Na, das brauche ich alles nicht. Oh, das Medikit habe ich immer noch nicht. Ich kümmere mich darum, dass die Herstellung sofort beginnt. Sobald wir etwas haben, melde ich mich. So, das Genlabor besuchen. Jetzt kann ich natürlich nichts mehr upgraden mit Hans Hansen. Schade. Wie sieht's eigentlich aus mit den Operationen hier? Der Exol-Stützpunkt liegt nicht in Frankreich, wurde mir jetzt gesagt. Das heißt, es bleiben noch 1, 2, 3, 4... Oh, nur noch 4 Sachen über. Nur noch 4 Sachen. Jetzt nochmal so ein geiler Tipp, der ein paar Sachen rauskegelt. Das wäre natürlich sehr nice. Ich hoffe mal, dass wir da irgendwas finden. Wir könnten ja mal eben einen Aufklärungsscan machen. Identifikation bestätigt. Schönes Ding. Position der Exol-Zelle verifiziert. Ah, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt habe ich Hans Hansen ja gerade weggeschickt. Ich guck mal, ob die noch bleiben so lang. Ich warte jetzt mal, bis Hans Hansen wieder da ist. Lalala. Jo, weitermachen. Jo, weitermachen. Okay. Oh, jetzt wird hier doch sogar schon die erste verdeckte Operation mir direkt angeboten. Ja, da würde ich sagen, zum Lagezentrum. Und verdeckte Operation durchführen. Wir haben ja unseren guten Hans... Warum kommt immer wieder Ilja? Ich will nicht Ilja, ich will Hans Hansen. Wo ist das Problem? Ach, meine Fresse, Soldatenliste. Nein, der ist noch einen Tag im Legendenlabor. Okay, dann schicke ich Eva rein. Ja, dann schicke ich Eva rein. Eva hat nämlich auch eine Plasmapistole, ein Chitinpanzer, das Implantat. Die kann sich nämlich auch unsichtbar machen. Die Nerven liegen okay, komm.
Einsatzkraft in Position, um muss auch mal sein. Ah, die Gollop-Kammer müssen wir bauen. Machen wir das doch. Einrichtungen bauen. Ihr könnt hier hinten hin, meinetwegen. Gollop-Kammer. Wie lange dauert denn der Spaß? 14 Tage. Ja komm, bau das Ding dahin halt. Wo ist denn dein Problem? So, Einsatzleitung. Dann spinnen wir hier weiter umher. Durch eine gesteigerte Tiefenwahrnehmung und ja, weiß ich doch auch. Signalverarbeitung profitieren unsere Soldaten von erhöhten Schusspositionen. So, das heißt, jetzt ist Hans Hansen da. Leider ein bisschen zu spät. Hans, wir schicken Abfangjäger los. Das ist nur ein Kundschafter-UFO. Da schicken wir trotzdem direkt Demon los. Das Teil, das wird richtig zerpflückt von uns in der Luft. Haha, so muss es sein, Leute, ey. Kein Erbarmen, das sind immerhin Aliens. Greife Feind an. So, schieß ab die Scheißwurst. Boah, guck mal, der hat uns fast gar keinen Schaden gemacht. Ha, lächerlich. Ja, alles klar. Ich würde sagen, schicken wir den Skyranger los. Oh, Spezies entdeckt. Aethera, Elite-Mutons, Mechtuiden, dünne Männer und Sektuiden. Oh, Sektuiden und dünne Männer, das wird hart. Das wird hart, Leute. Gut, damit das nicht allzu hart wird, warte ich mit der Mission noch bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit am Start. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dann. Mach es gut. Ciao, ciao.